Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Azeroth's Worst Ones. Ich habe gerade versucht, eine 15er Weekly zu finden. Ich werde 15er nicht mitgenommen. Könnte daran liegen, dass ich einen Radar-Score von 1,5 habe. Obwohl da 14 Double In-Time, 14 In-Time, 15 Depleted, 13 In-Time, 14 Depleted, 15 Depleted, 14 Depleted, 14 Depleted bei ist. Deswegen versuche ich gerade einfach meinen Score ein bisschen zu pushen und den geringsten Score auf dem Dungeon ist Ataldazar. Da habe ich einen 11er In-Time, das sind 1100 Score. Wir machen jetzt eine 13er. Eine 13er In-Time könnte 133 Score sein, heißt 23 Score mehr. Damit würde ich overall auf 1579 kommen. Was den Käse auch nicht fett macht. Terlix Ragnaros leaves the party. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich meine, es ist eine 13er, also keine Ahnung, ob die jemanden sehen und sagen, oh Gott, das geht gar nicht. Devastation Hour kann man nichts gegen sagen. Heroic Anthos Waffe würde ich auch nehmen. Ist verzaubert. Kette, Umhang, passt alles. Talix. Verzaubert, 460. 466 angelegt. Verzaubert, verzaubert. Kette sind nicht die besten Essenzen, aber okay. Umhang passt. Aether. Zaubert. Talix joins the party. Musste Talix gerade den Key runterstufen oder was? Ranolki. 463. Ich könnte was umskillen, aber. Waren die alle den Umhang nur auf 12? Was ist denn da los? Wie viele habe ich? 26k. Ich habe Bafu drin. Habe ich noch kleine Flasks? Ja, je nachdem, was die für Flask nehmen und ob die Flask nehmen, gucke ich, ob ich eine große oder eine kleine Flask einsetze. Fehlen tut gerade nur der Hexenmeister. Portet hat man ihn. So ist nicht. 445er als Reed bringt mir relativ wenig. Was droppt hier? Das Trinket, ne? Hm, das ist gar nicht mal verkehrt. Ist halt die Frage, ich könnte auch durchaus auf Tank rollen. You are too late, Weil Tank habe Outsiders. ich halt ein The temple 455er Schild, belongs to 465er my Waffe, wobei master now. 455, ich weiß gerade gar nicht, was eine Mystic 13er droppt. Soon you will 460, kann das sein? Route wurde keine bisher geteilt. Ich denke auch, dass keine geteilt wird. Gut, das nehme ich sehr gerne. Bislang hat einer eine Flaskerin, eine Greater. Greater, die läuft in 14 Minuten aus. Keine, keine. Warum haben wir. Okay, Ex-Meister, aber warum hat der. Okay, der Tank. Warum hat der mehr Leben als ich? Ich überlege, dass ich zwei Einhandwaffen anhabe. Alleine das sind 12.000 mehr Leben. Was ist da los? Ah, sechs. Nee, gar nicht. Nur vier Item-Level mehr. Ich weiß auch nicht, worauf wir warten. Auch eine Greater drin? Ich will ja keine Greater nehmen, falls sich die Gruppe jetzt gerade auflöst oder sonst irgendwas. Das ist keine Ahnung.
bin da ein bisschen gebranntes Kind. Ezra hat eine Low Quality drin? Hat sich gerade eine Low Quality gegeben? Yep. Attack Power fehlt, das kann ich gerne mal durchbuffen. Freut sich meine Weak auch dafür, dass ich das sehe, weil irgendwie vergesse ich das relativ häufig, besonders wenn jemand aus der Gruppe gestorben ist. Geil finde ich auch, man läuft ja da nach unten gleich zu Rettern und irgendwie starte ich immer da und laufe einmal so runter, anstatt hier so runter zu laufen. Das müsste Millisekunden schneller sein. Ready Check, es waren alle ready, wir haben den Pull Timer. Sehr schön, ich brauche keinen Pull Timer. 5, 4, 3, 2, 1. Weil jetzt auch die Frage ist, ob wir die Route tatsächlich laufen. Wäre halt die Safe-Route. Kann man sagen, dass wir das nach links gehen? Safe in der Hinsicht, dass der Boss gleich hier richtig positioniert ist. Aber da gucke ich lieber mal, wo unser Tank ist. Das mache ich halt. Die laufen auch so rüber, anstatt einfach gerade runter zu laufen. Und der Boss ist jetzt halt an der Stelle, wo man ihn pullen will. Verkackt, ich habe nämlich gerade einen Pott genommen, das wollte ich nicht. Wie haben sie den denn gepult? Ne, da laufe ich nicht vorweg, da habe ich keine Lust zu. Kann es sein, dass der Tremor Totem gestellt hat? Da hat er wieder einen Dino ausgelöst. Und wieder zurück. Dafür habe ich diesmal keinen. Ah, da hätte ich das aufbrechen können vorne. Ich kenne die Position hier einfach nicht. Keine Ahnung, warum man den hier so stehen lässt. Ich kenne es halt, dass alle sich hier hinstellen, zur anderen Säule laufen und die ganze Zeit Ping-Pong mit der Säule spielen. Finde ich um einiges angenehmer, um ehrlich zu sein. Da vorne nicht in die lila Fläche reinlaufen, wo der Boss jetzt drüber läuft. Den nächsten werde ich auch nicht brechen. Den nächsten habe ich nämlich wieder meinen Fury bereit. Oh, knapp wird. Nee, wir haben. Wir haben tatsächlich noch den DK überholt. Hätte ich nicht gedacht. Weiß auch nicht, welches Set ich gerade angelegt habe. Okay. Nee, ist richtiger. Wobei ich das gerade auch schon anhand des Trinkets hätte sehen können. Weil ich in meinem Single-Target-Build, mein Single-Target-Rüstungs-Spec, wie auch immer, ein anderes Trinket drin habe. Aber jetzt sind wir auch die beiden. Wir haben nämlich auch gerade, wenn ich mich nicht irre, Teaming. Gegner geben ein bisschen weniger. Die habe ich mitgekickt, da haben wir alle drei gekickt, das war jetzt nicht so gut. Der geht jetzt nämlich nicht durch, sehr schön. Hexmeister hat gekickt. Wir haben auch eine Schamane, auf der hätte kicken können. Weil Sila hat da potenziell was anderes zu tun. Oh, keine Ahnung, ob wir jetzt noch rechts hochgehen. Sollten wir schon allein für den Obelisken. Dass wir den mitspielen. Ja, ist ein bisschen unfair, so da rein zu waffeln. Plus, dass der Twilight, der von mir geprockt ist, da macht er halt nichts. So schnell kriegt er die Aggro dann nicht. Ich springe gerade mein Echoing Void oder
Hat jemand anderes Echoing Void, glaube ich, gerade gehabt, der Hexer. Hexer hat Echoing Void? Ernsthaft? Willst als Hexer nicht haben. Ganz simpel. Will er es brechen oder spielen wir die hier? Weil so brechen wir auf jeden Fall nicht Lanas Zeit. Hätte er viel schneller ziehen müssen. Also entweder ziehst du den halt schnell oder du spielst die Augen. Wir haben keins von beiden gemacht. Und das ist halt Fail. Den hier hinzuziehen, so wofür? Wir skippen dadurch nichts. Das macht gerade absolut keinen Sinn, was er macht, meines Erachtens nach. Kann mich auch irren. Meiner Meinung nach hat das gerade absolut keinen Sinn gemacht. Aber wir wollen natürlich gegen den kämpfen. Auch wenn da noch ein anderer Mob mit drin steht, der ist relativ wumpe. Heißt, wir machen das hier erstmal weg. Fokussieren auch gerne den Anaguard. Echoing Void poppt gerade hier drauf. Weiter geht's. Jetzt nimmst du die Schildguards. Die müssen wir nämlich spielen. Außer wir haben eine Möglichkeit, an denen vorbeizukommen. Glaube ich. Ich glaube, die haben keine unsichtbare Entdeckung, aber die spielen wir halt einfach mit. Nehmen auch gleich die nächste Gruppe mit rein. Deswegen habe ich die fokussiert, um das zu kicken. Weil den Anaguard muss man halt ein bisschen ausweichen. Sie mit ihren Cars ist, finde ich, am widerlichsten. Ist tatsächlich auch bei der Zweiergruppe vor dem nächsten Boss, dass man oftmals den Tank halt schmelzen lässt. Nicht, dass die zwei dicken Anaguards auf den Tank aufhauen, sondern dass die beiden Cars einfach konstant durchcasten. Das tötet den Tank dann. Tut mir leid, dass ich ja auch nur so rudimentäres Commentating mache. Ich bin tatsächlich halbwegs konzentriert. Deswegen mehr als das sporadische Abrufen von Informationen nicht wirklich drin ist. So, auch hier gehen wir rein. Der holt jetzt seine kleinen Ads auf. Hab ich da gerade Quaking gekillt? Ist in der letzten Sekunde gerade noch mit Quaking jemand nicht reingelaufen oder was war das? Gibt dir zwei Tode und beide war ich. Gerade bin ich ein guter Anwärter. Okay, wir skippen anscheinend einiges. Man kann den bis zu dem anderen Pylon ziehen. Und mit dem Pylon dann den Boss machen. Das haben wir anscheinend auch vor. Die Gruppe müssen wir denn dafür spielen? Ich muss niesen. Ich will nicht niesen. Obwohl niesen eigentlich geil ist. Boah, wenn für sowas auf einmal ein World First Kill flöten geht, weil irgendwer niesen muss. Sowas wäre geil. Nicht in Reichweite? What the fuck passiert hier? Damit raus. Die Gruppe jetzt. Ich glaube, das ist auch die Gruppe, die wir bei meinem letzten Teil der Saruman vergessen haben. Weswegen wir die Spinne auf einmal beim Ende spielen mussten.
Was nicht so schlimm war. Es war ein Ava-Run. Also, da ist sowas nicht so schlimm. Wobei, ne, wenn man sich die Haiki-Leute anguckt, die spielen auch 20er mit dem Obelisten-Boss am Ende. Aber die sind halt auch gut. Gehen wir rein, gehen wir rein. Ich will da immer nicht als erstes rein. Ich warte mal ganz kurz. Nicht, dass ich die mit Quaking jetzt wieder kille und oder die mich alternativ. Da haben wir zu zweit reingekickt. Injuring sollte gekickt werden. So, hier kann man den fast schon stehen lassen eigentlich. Oh, nächsten kicke ich. Und raus hier. Na, ich mach den hinten. Anscheinend nicht als einziger. Okay, er geht rum. Bleib doch da vorne stehen, DK. Wir haben uns doch aufgeteilt, du Idiot. Ist das jetzt dein fucking Ernst? Ey. Anscheinend der Hexmeister trotzdem am nächsten brauchen wird. Das wollte ich. Das ist mir eine Twilight Death aufgezimmert. Ja, können wir. Ja. Oh, da haben wir gerade alle drei reingekickt. Schade. Leider gerade die falsche Fähigkeit gedrückt. Da hätte ich lieber einmal kurz tobende Tobluftanfall da, oder wie jetzt nochmal auf Deutsch heißt, machen sollen. Anstatt meinen Execute, um den Execute halt zu buffen. Wir sollten die nicht vorne töten, sonst pullen die aus Versehen. Weiß nicht, ob ihm das bewusst ist, aber ich glaube ja, denn er zieht zurück. Erster im Damage. Ja, es wirkt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist halt einfach nur, um diese Gruppe zu skippen. Weil die Gruppe, die ist echt nicht cool. So, die will man einfach nicht machen. Weiß aber nicht, wie es mit unseren Prozenten wiederum aussieht. Komm, für die Strecke lohnt sich das Mount auszupacken, tatsächlich. Besonders, wenn es blöd ist wie ich. Für die nächste kommt dann mein Blood of the Enemy für die nächste Gruppe wieder zum Einsatz, weil Vierer. Danach haben wir natürlich einen größeren Pool. Ich nehme alles zurück. Wir haben jetzt einen sehr großen Pool. Jetzt wäre ein Stump schön. Oder ein Kick. Ach nee, Kick unterbricht das hier nicht. Wow. Ja,
Ja, wäre da ein bisschen mehr Echoing Void hochgegangen und Twilight Death. Spät getickt. Hätte das gerade auch nochmal einen anderen Sitz gehabt. Das war ein schöner Pull. Das war wirklich, wirklich ein schöner Pull, muss man sagen. So, ihn fokussen. Vielleicht nehmen wir auch beide Gruppen. Das ist halt die Sache in Twilight Death. Wenn Twilight Death in die falsche Richtung geht oder sonst irgendwas, dann macht das halt keinen Schaden. Ich glaube, es hat gerade Schaden gemacht. Aber das ist halt einfach so ein gewisser Faktor, den man bei Twilight Death mit einbeziehen muss. Das hat niemand gehört. Habe ich gerade tatsächlich einen Twilight Death rausgehauen plus Blood of the Enemy? 50% Schaden einfach über Twilight Death. So, ja, YOLO. Ach, wir machen ihn da drüben. Machen wir die Dreier drüben. Ja, auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach, würde ich sagen. Hat er gekickt? Ich kicke den. War gerade komplett random. Keine Ahnung, wer was kicken wollte. Ja. Das ist aber auch bei einer Nicht-Premade-Gruppe vollkommen in Ordnung. Also, das ist jetzt nicht von wegen verkackte Naps. Ganz im Gegenteil, da hat jeder einfach gerade irgendwas gekickt. Ich gehe bloß immer davon aus, dass der Tank halt nicht Totenkopf kriegt. Deswegen habe ich mich für einen der anderen beiden entschieden. Aber ich glaube auch, dass ich nicht gekickt habe, sondern dass das Toten vorher gesandt hat. Das ist sehr gut möglich. Das war gerade Quaking. Weil wir alle weg von der Pub wollten. Und mich hat's getötet. 5 Tote. 3 davon ich. Also Blood of the Enemy wirklich eigentlich für die großen Gruppen aufheben, macht um einiges mehr Sinn. Find's aber ab und zu mal lustig, in so eine Gruppe einfach reinzumöbeln. Auger können hier gut gefokust werden. Das war ein verkackter Twilight Death, wobei verkackt auch nicht ganz. Ich glaube, der hat nur 3 getroffen. Vierergruppen sind eigentlich ideal. Das ist der geilste für Fury. Ich glaube, auf 4 Ziele, oder? Up to 4 additional targets, heißt 5. Auch eine schöne Gruppe für Blood of the Enemy. Ich hoffe, dass wir erst die Linken machen, weil ich gerade keinen Cooldown ready habe. Ich denke aber nicht. 16 Sekunden noch. Hätte sogar Buffhut nehmen können, solange wie es hier gerade dauert. Da, die suche ich. Der es castet, kann gekickt werden. Fiery Enchanter ist das vom Auge. Kann ich ein bisschen selbst hochfallen. Twilight Death, sehr schön. Fiery Enchant kicken, wie gesagt, dann kommen die ganzen Flächen nicht. Der hätte gerade der Hexer oder der Shami reagieren müssen, besser. Oder ein Grip von einem DK wäre auch schön gewesen. Irgendwas halt.
So, wir haben jetzt hier noch die Priesterin. Die kann man übrigens auch stunnen. So wie es da gerade der Fall war. Aber die sich selbst töten zu lassen über Transfusion ist halt riesiges Zeitersparnis. Die heilt sich gerade gegen. Jetzt der Twilight der Fähre gegangen. Ja, jetzt natürlich erst. Und auf zum Boss. Kein Kampfrausch, okay. Ich hab gepottet, bitte pull. Pull! Alle volle Mana und ähnliches, worauf wartest du? What the fuck? Tut es better oder was? Kein Movement Spell hat, sollte man sich da eher bewegen. Aber ich habe jetzt große Vorteil, dass ich halt den Heroic lieb habe. Uns fehlt minimal Prozent, uns fehlt aber auch der Obelisk in der Mitte. Und ich weiß nicht, ob wir den auf dem Boss spielen, das wäre eine Möglichkeit. Fände ich aber ein bisschen gewagt tatsächlich. Laut durch die Tentakel, das war nicht nett. Aber was ist tot? Jetzt ist die Frage wirklich, was wir machen. Der letzte Obelisk fehlt. Da gibt es diese eklige Pet. Jetzt ist die Frage, spielen wir die Pet oder spielen wir den auf dem Boss? Wenn wir die auf dem Boss spielen, brauchen wir keine Prozente mehr. Impressive. You made it farther than I thought. But I will still be drinking your blood. Ich weiß halt nicht, also. Ich würde sagen, wir können das definitiv schaffen. Ich weiß bloß nicht welcher. Also ich glaube, es ist der Tank schmilzt. Das ist vielleicht nicht der allergeilste. Man kann das Ding halt auch mit einem Deathskip machen. Also, blöd gesagt, indem einer sich opfert, die zieht die zur Seite und die anderen gehen in den Obelisken rein. So kann man die auskippen. Und dann zieht man den hier einfach hin, damit man dann natürlich sicher wieder rauskommt. So, wo ist er? Der kommt jetzt gerade. Oh Gott! Ich glaube nicht, dass er ihn gekickt hätte, weil er gerade den anderen im Fokus hatte. Ich gucke so ein bisschen auf sein Leben, damit ich ihm potenziell HP-Shot geben kann. Ich mache den jetzt mal präventiv. Der nächste Cast vom Boss sollte gleich wieder kommen, den werde ich auch raushauen. Okay, hat der DK gemacht, sehr schön. Jetzt eigentlich nur Boss unterspielen in 5 Minuten. 5,5 Minuten sogar, das sollte possible sein, würde ich mal sagen.
Okay, hat er rangezogen. Ich finde es auch schön, dass wirklich hier alle gerade die Seelen machen. Die letzte habe ich gerade nicht gemacht, wegen dem Auge. Aber die Leute gehen halt wirklich drauf und laufen nicht wieder zum Boss oder sonst irgendwas. Echt eine schöne Gruppe eigentlich gewesen. Ich glaube, wenn ich den Worst One festlegen müsste, zum aktuellen Standpunkt, es kann natürlich immer noch irgendwas passieren, aktuell würde ich sagen ich, einfach wegen den Toten, wobei ich da sage, die hätte ich blöd, also weiß nicht unbedingt, ob es meine Schuld ist, weil man manche Sachen halt schlichtweg meines Erachtens anders spielt. Klingt merkwürdig, ich weiß. Also es sind jetzt nicht Fails gewesen, wo ich blöd irgendwas gepult habe oder sonst sowas. Das ist ja aber niemandem wiederum passiert. Niemand hat aus Versehen was gepult. Niemand ist blöd irgendwo reingelaufen oder. Selbst die Positionierung vom ersten Boss hat halt geklappt, weil wir alle das gut gespielt haben. Von daher würde ich sagen, ist das keine gebürtige S-Ross Burstman-Folge. Wir können auch danach gehen, wer gleich am meisten Avoidable Damage genommen hat und wer am wenigsten Schaden verursacht hat. Am wenigsten ich. Am meisten Schaden verursacht ich und der DK. Der DK ein bisschen mehr. Danach würde ich sagen, Kranalkon 3 Mille, 3,6 Mille, am wenigsten Damage gemacht. Weil es keinen anderen Indikator so wirklich gibt, ist er jetzt schuld. Braucht er das Trinket? Höchstwahrscheinlich schon, weil das Trinket ist echt gut. Trinket ist wirklich gut. Freehold 12er. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Haut rein.